Hey Leute, willkommen zurück zu LNOR. Wir haben gerade Jack Kelso, unseren alten Kameraden von der Armee, hier im Gewahrsam und wollen ihm mal ein paar Fragen stellen. Mal sehen, ob er was sagen kann zu diesen ganzen Verschwörungen da mit den Maschinengewehren und dem Morphium mal wieder und alles. Weil immerhin sind unsere anderen Kollegen ja auch so ein bisschen, also Ex-Kollegen, mit verwickelt gewesen. 34 ist der. Wir sind älter als Cole, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie alt Cole jetzt war. Na ja, gut. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. Na? Machst du da mit deinem Mund und warum blinzelst du so viel, hä? I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the Mob, I hear it's pretty sewn up. You'd better watch your mouth. Hat aber recht, oder? Ray Roy versteht sich viel zu gut mit den Gangsterbossen hier, oder? Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Ah. Okay, es scheint glaubhaft zu sein, oder? Ich sehe jetzt nichts. You didn't know that some mobsters blew his brains out last night. No, I didn't. Okay, das stimmt wohl. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Ich glaube... Oh, Entschuldigung, muss mich ganz kurz ein bisschen... Sieht auch nicht so aus, als wüsste er das. I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. Oh, ist das gemein, ey. Das stimmt doch gar nicht. A will er keinen Ruhm einheimsen und außerdem hat er wirklich nur durch Glück überlebt. Und die Medaille haben sie ihm einfach so angesteckt. Er war noch echt traumatisiert zu dem Zeitpunkt. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on three separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. Ja, genau. Das war jetzt echt fies und außerdem... Ja, guck, siehst du? Schwitzt du etwa schon? Guck mal. Der glänzt doch schon. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put two and two together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shit heel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm gonna be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majewski. Another name from the manifest? Oh Mann. Und wieder? Ich weiß nicht, ob Jack damit zu tun hat, aber er ist ganz schön verbittert. Ah, ne, warte, warte. Er ist echt verbittert, was Cole angeht. Er will ihm auf jeden Fall noch eins reindrücken, immer wieder. Ich meine, die mochten sich ja schon zur Zeit bei der Armee nicht. Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. Der Mann sagt ihm noch was Gutes zu. Oh, guck mal. Crossroads of the World.
Mal Platz hier. They just walked up and shot the man. Two of them, officers. They went that way. Go on, get after him. Der Penner. It's no good. We need to get closer. So vielleicht. Hit him, Cole. Spin him out. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Get in close and steer him off the tar. Ruhiger geht's nicht. Step on it, huh? Just give me a little closer. Hit him. Clear this asshole off the road. Wow. Hey, ihr Schweine. Oh. Pennergesichter, was soll denn das? Die haben auch wieder diese Bars gehabt, oder? Die Browning. Warum kommt das immer wieder hier zusammen? Ach, guck mal da. Natürlich. Hallo? Toll. Bisschen so interessant, ne? Das ist eine Zeitung, guck mal. UFO? Nee, LAPD-Weißskandal. Skandal im LAPD könnte bis ganz nach oben reichen. Was? We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brent Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? The name's Roy Earle, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public we all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer. Oh, Roy, du bist so ein Schwein, wenn du das machst, ne? Das geht's doch gar nicht. Das würde er echt tun, nur weil ich bei Elsa, oder weil Cole bei Elsa war. Irgendwie ein bisschen Latino aus, oder? Oha. Hafenbehörde. Passagiernamen komplett. Edward McGoldrick. Ist schon durchgestrichen. Walter Beckett, Hollywood Post Office. Jack Kelso. Rodney Sheldon. Ach, Sheldon, hier. Ja, ja. Der Militärarzt. Christopher Majewski, der ist schon tot. Eben gerade haben sie getötet. John Higgins. Und Patrick Connolly. Die haben sie alle schon gekillt. Also, Goldrick. LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. Boah, das geht's doch gar nicht. Die wollen echt alle, sogar Jack wollen sie killen. Alter Schwede, das geht's ja gar nicht. Wikis Treffen um 21 Uhr beim News View Gebäude.
Sheldon, Mitte 20, 1,78. Cohen is meeting with Sheldon tonight. Alter Schwede, der will die einfach alle ausschalten, aber das ist ja... Wie dumm muss man sein, dass man das so offensichtlich jetzt macht? We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. Ja, ja, Ray Roy. Den kann ich gar nicht mehr untersuchen. Du bist so ein Schwein, Ray Roy, ne? Du weißt gar nicht, was Cole da gemacht hat, warum er bei Elsa war. Trotzdem willst du ihn einfach so verraten? Unglaublich, der Typ. Er will den Ruhm. Weißt du, nicht Cole. Er will den Ruhm für sich einheimsen. Wahrscheinlich will er selbst der Chief werden. They're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine and they're waiting for someone to crack. Ja. Aber gehen wir jetzt hin? Die Frage zuerst, meine ich. Gehen wir erstmal ins Chinese Theater. Ich meine, hat er wirklich eine Affäre mit Elsa? Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Warum sollte Cole das machen und seine Frau und Kinder seine Frau betrügen und seine Kinder dann verlassen? Ich weiß es nicht. Oh. X-Factor-Gebäude. What the hell? Auf offener Straße? Get in close and steer him off the tar. Oh, geht doch mal weg, Leute. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Get in close and steer him off the tar. Oh, Leute, was macht ihr denn? Oh Mann! Kennt man nicht voll. I'll try for the tires. Keep your foot down. Hit him! Clear this asshole off the road. Oh. LAPD, put your hands in the air. Hey. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben sie schon wieder verpasst. Und die haben ihren Auftrag erfüllt. Einfach mit Mann abgeknallt. Kinder, wir müssen weiter. Das können wir doch nicht jetzt einfach ruhen lassen. Oh, mit dem Wissen, dass Ray Ray uns verraten will. So ein Schwein. Na gut, ich meine, Cole weiß das nicht, aber... Hollywood Post Office. Ja, toll. Voll für den Arsch. Wir sind zu langsam und warum können wir keine anderen Kollegen darauf ansetzen jetzt gerade? Mal Platz jetzt. Ich hab sie wieder an. Es ist wichtig, wir müssen uns beeilen. Meine Güte! Das kann doch nur blöd ausgehen. Wahrscheinlich töten sie jetzt einfach mal alle. Und ich meine, Cole ist auch noch da, nur mal so. Was hat der damit zu tun? Dein Name stand nicht auf der Liste. Oh nein. Oh, da schießen sie schon. Komm, scheiß drauf. Nimm doch jetzt die Knarre. Komm, ist egal. Catch a bullet, you son of a bitch!
Alter Schwede, was für ein Geballer. Ja, okay, da fahren wir doch mit dem Auto vor. Drüber. Boah. Keine Angst vor dem Scheiß hier. Ach man, das ist doch unglaublich, wie viele Leute wieder sterben mussten. Wegen nichts. Wer lebt hier noch? Tell Courtney. Bad luck. It was worth a try. It was worth a try. Oh, wow. God. Weg ins Geständnis. Was hat er in der Hand? Polarbär. Ah, guck mal da. Wieder. Polar Bear Ice Company. You really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Nicht auf die Weise. Nicht auf die Weise, Ray Roy. Ich glaube, sonst an die Taschen kann ich nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Guck mal, wie viele Leichen heute schon wieder produziert wurden. Das geht's doch gar nicht, oder? You better go find out what happened here. Ach, ich? Ich natürlich. Ich gibt's hier noch was von den Jungs, wo ich was... Oder? Warum macht die das? Wie viele Leute jetzt sterben mussten? Dieser Fall, ne? Der entwickelt sich echt zum Schlachtfest. Beziehungsweise das hier bei der Sitte ist halt echt ein bisschen krass. Geht immer um Geld und Drogen und alles. Vielleicht doch noch was? Ne. Oh, ist alles voller Blut. Oh, er hat noch Wasser. Ray Roy, ich bin hier gerade dran, ja? Lass mich mal bitte. Ah, okay. Das ist sehr blutig. Treffen mit Cohen und Sheldon. 1640 North Las Palmas, später heute Nacht. Okay, dann haben wir die nächste Spur. Fire team with him.
Juski, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Haben wir noch was? Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole. Und jetzt? Gehen wir zum Treffpunkt, oder was? Ach Mann. Ist doch zum Kotzen, wir kommen immer zu spät. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie der letzte Depp. In dem Fall. This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Hat er wohl recht, ja. Ah, geht aber weg, Leute. Maniac, sagt er. Halten wir alle vor die Karre. Alright, let's kill these rat bastards. Ah, spinnt ihr. Ray, du musst in Deckung, ne? Ray. Keep moving, I'll cover you. On the roof, Cole, nail him. Throw out the guns. Was wolltest du sagen? Ich hab dich leider nicht verstanden. Give me some goddamn cover! Warum ich dir? They're making a run for it after them! Ray, Ray, geh doch mal ein bisschen. Give me some cover! Gib mir noch ein bisschen weniger auf den Sack, Ray, Ray, bitte. Clear me some space here! Stay in cover! Ray-Ray, du hast doch nichts drauf, außer schreien, oder? I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that. APB out to Car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Na toll. Was mit Mickey? Das ist natürlich weg, ne? Ach Gott, Kinder. Das ist doch unglaublich. Will Sheldon jetzt etwa gestehen, weil er Angst hat, dass er auch noch drankommt, hä? Wir sind übrigens ein ganzer Haufen Leichen. Ich meine, vielleicht wollt ihr die irgendwann mal abholen oder so. Ja, lasst es einfach. Wird sich schon eine Verwendung für finden, irgendwie. Guck mal, hier ist... Das Blut ist nicht mal getrocknet hier. Und schon haben wir wieder neue Leichen. Ich meine, die Polizei steht hier ja noch. Als wäre das jetzt... Eine gute Idee gewesen, sich da vorne wieder zu treffen, um noch mehr Schießereien zu veranstalten. Die wären doch sowieso alle mit dazu gekommen, oder nicht? Ich weiß ja auch nicht, was ihr vorhabt, Kinder. Roy, in my office, if you please. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But Cap. No, Skipper. But this is more important. Du bist ein Idiot, Skipper. Nur mal so. Mag ihn nicht. You look like you were a big pain in the neck. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Is that then? Ach, komm, das hört ihn ja schon. Sehr gut. Is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. Yeah. He came down here to help me out. Der Drahtzieher. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolridge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Mhm. Jungspund hier mit 25. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead.
That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Nein, gar nicht, ne? Warte mal, wir haben doch die Abschlussliste. Wo waren die jetzt? Außer es nicht. Was diese Scharfschützen? Nee. Was haben wir es denn? Schützennotizen. Sheldon, genau. Sheldon. Mickey Meeting Sheldon. Ah. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? Warte. Hier steht's doch. We know about your showdown with Cohen. Ich hab dich. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old unit. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Glaubt dir keiner. Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, Detective. Das ist mir scheißegal, was du denkst, Fontaine. Ich wette, du bist der Böse hier. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Ja, ja. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Sag Courtney, genau. Pech, es war ein Versuch wert. Ah. Oder? Ja. Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Ihr seid zu schmierig, ne? Detective, I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You or Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor! Oh, nein. Good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office, now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. Boah, echt jetzt? Wie scheiße seid ihr, bitte? Ich reg mich... Boah, nicht schon wieder, wie in der Mordkommission. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. Halt die Schnauze. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on here? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. Was zum Geier? Und er sagt nichts dazu. What the hell were you thinking? Cole, was ist los? Warum sagst du nichts dazu? Hast du sie wirklich betrogen? Deine oh Gott, das geht's doch gar nicht. Was soll das denn? Warum sagt er nichts? Boah Leute, das regt mich gerade voll auf. Warum ist das auf einmal alles wieder so gegen die Wand gefahren? Ich danke euch fürs Zusehen. Wäre echt schön, wenn ihr mir ein Like da lasst und wieder einschaltet nächstes Mal zu L.A. Noire. Ich bin gespannt, was noch alles passiert. Danke, bis dann. Tschüss.